Hallo und herzlich willkommen zurück zu A New Beginning. Bei uns geht's weiter. Ich hatte jetzt eine kleine Aufnahmepause. Das Rest war alles relativ dicht hintereinander aufgenommen. Und wir müssen mal schauen, wo wir stehen geblieben waren. Mit den ganzen Leuten da ja noch nicht weiter geredet, also mit dem Wachmann noch nicht. Wir brauchen seine Schlüssel. Der Plan war, ihn besoffen zu bekommen. Es gibt aber kein Bier mehr. Das weiß ich gerade noch. Das fällt mir gerade so spontan wieder ein. Durch das Licht habe ich einen übertriebenen Glanz in den Augen. Naja, ist ja alles ein bisschen, also ist ja hart ausgeleuchtet, ne? Komisch. Von außen sah das gar nicht aus wie eine Kirche. Ist es auch nicht. Glaube ich zumindest. Wie geschmacklos. Naja, wenigstens werfen sie ihren Müll nicht in den Wald. Was ist denn das für ein Schild? Aha, dahinter war ein Loch. Was ist denn das für ein Loch? Ich kann bis zur anderen Seite hindurchsehen. Was ist denn auf der anderen Seite? Zwei Herzen Seite an Seite. Meta hätte das sicher gefallen. Kolonialistischer Dschungelkitsch. Aha, da sehe ich nichts weiter. Den Schlüssel können wir nicht einfach nehmen. Ein Schlüsselbund mit Flaschenöffner. Das spricht Bände. Ansonsten sehe ich hier nichts weiter. Der Ventilator sieht nicht so aus, als hätte er sich irgendwie in letzter Zeit gedreht, bewegt. Irgendwas. Er scheint sich wohlzufühlen. Ja, so sieht das tatsächlich aus. Morgen. Morgen. Sie gehören zu den anderen, richtig? Wen meinen Sie? Na, das neue Technikerteam fürs Kraftwerk. So eine schmale Frau mit Dutten, hysterischer Riese und ein Kerl, der aussieht wie Sie, nur mit Körperhaltung. Ach so. Ja, die gehören zu mir. Dachte ich's mir doch. Wie kann ich helfen? Wie kommt man am besten zum Kraftwerk? Ach, das geht schnell. Nur zweimal in den Fluss runter. Wenn ich Miss Buendia am Kraftwerk Bescheid gebe, dann schickt sie sofort ein Boot. Sie brauchen mir nur zu sagen, wie sie heißen und ich melde sie an. Danke, sehr nett, aber wir kommen schon allein zurecht. Sie wissen schon, dass der Fluss der einzige Zugang ist. Der Landweg ist elektrisch verzäunt und die Sicherheitsleute schießen auf alles, was sich bewegt. Indes wird Ihnen gerne ein Boot herschicken, wenn er erfährt, dass Sie da sind. Da bin ich mir sicher. Aber erstmal, nein, danke. Gibt es kein Boot, das bereits angelegt hat? Nur das Patrouillenboot von Jorge und Benicio. Die beiden warten schon den ganzen Tag auf einen Mechaniker, der den Kutter repariert. Miss Buendia weiß Bescheid, aber keiner kommt. Was ihnen aber egal sein kann. Das Boot dürfen sowieso nur Sicherheitskräfte benutzen. Was macht eine Bar mitten im Dschungel? Die Bar ist Teil des Flusshafens. Abends kommen die Arbeiter vom Kraftwerk herüber und feiern hier. Das Kraftwerk hebt die Lebensqualität des Landes und ich die des Kraftwerks. Ich bin ein wichtiger Mann. Ich würde eher sagen, das Kraftwerk verpestet den Planeten und Sie die Lebern der Arbeiter. Es ist genug Gift für alle da. Toll! Ist die Bar auch Eigentum von Indes Industries? Das ganze Tal gehört Indes. Auf dem Weg hierher müssen Sie doch einen der Kontrollpunkte passiert haben. Kontrollpunkte? Mit Passkontrolle und Sicherheitscheck? Ja, klar. Das volle Programm. Sie müssten schon wie ein Wahnsinniger durch das verminte Unterholz brettern, wenn Sie die Personenkontrolle umgehen wollen. Wie ein Wahnsinniger also? Die Nuss! Die Nuss! Aha, gut. Was war nochmal mit dem Boot? Ah, nee, das hatten wir. Ja. Bringen Sie mir einen Kaffee. Sorry, ist aus. Und die neue Lieferung kommt erst heute Nachmittag. Aber wir sind in Brasilien, Südamerika. Kein Kaffee? In Südamerika? Wir müssen falsch abgebogen sein. Nein, Sie sind richtig abgebogen, nur zur falschen Zeit. Bis gestern wurde meine Bar 24/7 von Arbeitern aus dem Kraftwerk belagert. Ein Gremium in Norwegen hat gedroht, alle mit einem Schlag arbeitslos zu machen. Hat irgendetwas mit Algen zu tun, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es kein Bier mehr, keinen Schnaps und der Kaffee ist auch aus. Schön. Hat sich die Stimmung inzwischen gebessert? Yep. Scheinbar sind die Algen mitsamt ihrem Erfinder in die Luft geflogen. Das Gremium hat seine Drohung zurückgezogen. Die Arbeiter sind wieder glücklich, die Arbeitsplätze gesichert. Der einzige Leidtragende sind jetzt Sie, aber wie gesagt, spätestens heute Abend kriegen Sie Ihren Kaffee. Ich brauche nichts weiter, danke. Okay, können wir das Telefon benutzen? Darf ich das Telefon benutzen? Klar, wenn Sie mir das passende Kleingeld geben. Hey! Das ist nicht umsonst. Wie viel wollen Sie denn? Zeigen Sie mir, wie viel Sie haben und wir sehen weiter. Ich habe hier ein Blechschild. Das ist Werbung für Casillero del Indes. Brasilianischer Qualitätswein mit spanischem Namen und teuflischem Besitzer. Der hat auch über seine Finger drin, wa? Es lässt sich sehr leicht biegen, aber nicht gut fixieren.
Irgendetwas sagt mir, dass ich in die richtige Richtung denke. Nur der Weg ist falsch. Sehr schade. Firlefanz. Können wir... Ein Handtacker zum Versiegeln von Holzkisten. Mhm. Der trägt sich viel leichter, als er aussieht. Schade. Sei doch froh. Dann wollen wir mal sehen. Eine Schraube, eine Mutter. Das war's. Na prima. Ich habe da eine Idee. Ich nehme das Schild. Ja, biege es zusammen. Verbiege es so, dass ich die Schraube durch die Öffnungen an beiden Enden schieben kann. Fixiere die Konstruktion mit der Mutter. Und im Nu habe ich eine hausgemachte Schraubzwinge. Nicht schlecht. Sehr gut. Wozu? Das sind die Schlüssel für den Jeep, mit dem wir hierher gekommen sind. Was genau mache ich damit? Wir gehen mal dahinter. Eine Worte. Ach, wie cool. Der sieht hier nett aus. Nee, da gehe ich noch nicht hin. Was auch immer die abhalten soll. Ja. Weg damit. Moins. Zum Glück hat jemand mitgedacht und es kühl gelagert. Nein, danke. Ich habe schon mehr als genug Flaschen mitgenommen. Das ist doch schon mal gut. Wofür ist das für das Radio? Das Kabel führt durch die Wand. Keine Ahnung wohin. Das Endgerät hängt auf der anderen Seite der Wand. Wofür das Kabel wohl ist? Ja, ich weiß. Jetzt machen wir erstmal überall die Stecker raus. Haben wir jetzt alle? Ich kann dem Wachmann in die Karten gucken. Aber da sie gerade nicht spielen, bringt mir das nichts. Ah, das eine war für den Spiegel, das andere für das Kreuz und das dritte, keine Ahnung. Für das Ding, wa? Nee. Ich weiß es nicht. Bier, yeah! Gib es gleich Benny, dann können wir weiterspielen und den Plan zu Ende führen. Da. Sie können jetzt weiterspielen. Oh, vielen Dank. Meine Herren, es geht weiter. Guck mal, Bent. Ich hab mich betrunken. Wir sind mitten im brasilianischen Dschungel vor dem Indes-Kraftwerk und dein Sohn betrinkt sich mit den Wachen. Toll, was? Nein. Das ist ganz und gar nicht toll. Ich bin aber, nicht hier, um dich anzumotzen. Sondern? Es, Dove, es tut mir leid. Ich, war kein sehr guter Vater. Und, ich habe Riesenmist gebaut. Naja. Dann trink mal ruhig weiter. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Ben? Lass uns erst die Welt retten und dann unsere Beziehung in Ordnung bringen. Ich habe den Kleinkram gerne vom Tisch, bevor es ans Eingemachte geht. Ja, auf jeden Fall. Pass auf dich auf, Duwe. Du auch. Und trink nicht so viel, hörst du? Oh, jetzt hast du den schönen Abschied kaputt gemacht. Ich sag ja nur. Können wir ihm das nicht irgendwie sagen? Kannst du mir Geld leihen? Wieso ausgerechnet ich? Weil du am Heliport als einziger gewechselt hast. Ah, Mist, erwischt. Hier, nimm. Aber sparsam damit umgehen, ja? Danke.
Ihr spielt ein Trinkspiel? Yep. Willst du mitmachen? Ich will, dass ihr nüchtern werdet und helft. Wir helfen doch, wir helfen. Guck, Benicio zieht eine Karte und wir erraten die Farbe. Haben wir recht, trinkt er. Und hat er genug getrunken, klauen wir seine Sachen. Ganz einfach. Wie läuft der Plan? Er ist zu raffiniert. Blaukraut bleibt Blaukraut und wird immer Blaukraut bleiben. Blaukraut, Blutkrebs. Wir sind so kurz davor, ihn zu besiegen, aber uns fehlt eine richtig gute Strategie. Ja, aber ich hab besser eine. Ihr überlasst das Denken jemand anderem. Wie du meinst. Wie läuft der Plan? Er ist zu Blaukraut. Besser ihr über... Wie du meinst. Ja. In dem Zustand... Wieso? Du wolltest mit zum Kraftwerk. Ach, erzählt mir doch einfach, was passiert ist. Wenn wir dann noch leben. Ich weiß schon, warum ich mich betrinke. Sind alle deine Reportagen aus zweiter Hand? Nicht alle. Vieles kommt direkt von mir. Du denkst dir deine Storys aus. Wieso überrascht mich das nicht? Hey, ich kann die Wahrheit nicht verkaufen, wenn die Verpackung nicht stimmt. Da wird schon mal aus einer ollen Oma eine heiße Blondine oder aus einem Mönch ein Mörder. Und aus zwei besoffenen Taugenichtsen? Clever und smart. Sehr schön. Ich tue mir das nicht länger an. Können wir die nicht irgendwie... Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es vielleicht Herz? Falsch. Du trinkst. Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es vielleicht Herz? Falsch. Du trinkst. Mhm. So. Pik, Karo oder Kreuz? Weder noch. Ich sage Herz. Falsch. Du trinkst. Es ist falsch. Es sind da zwei... Hier ist noch ein Stecker. Ah, es sind vier Stecker, sehr schön. Das müsste doch das Kreuz sein, oder? Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es Kreuz? Falsch. Du trinkst. Es ist Kreuz. Falsch. Gut, dann haben wir hier Kreuz, dann haben wir hier. Und? Welche Farbe halte ich hoch? Hat es irgendetwas mit Spiegeln zu tun? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Du trinkst. Nichts als Schwach. Können wir den Spiegel irgendwie rausnehmen, da was ändern, was festtackern, was zusammenschneiden. Ich muss die Plane irgendwo anbringen, bevor ich sie fest. Das funktioniert schon mal. Grober und. Ja, was machen wir mit dem Spiegel? Können wir da irgendwas? Das ist doch. Ja, in die Mitte reinmachen. Das ist doch. Okay. Liegt hier noch irgendwas? Können wir irgendwas mitnehmen? Können wir... Wenn wir in einer Woche noch leben, dann schmeiß ich erstmal eine Runde. Aber garantiert nicht mit diesem halbgaren Gesöff. Das ist vollkommen okay. Ich kann dem Wachmann in die Karten gucken. Wenn ich nicht ganz blind bin, dann... Das ist Karo. Falsch. Du trinkst. Ja, aber ich hab Karo nicht hier. Ich hab Herz und Kreuz. Der Anblick gefällt mir nicht. Sehen wir uns immer weiter um. Ein Boot. Das könnte unser Ticket zum Kraftwerk sein. Weg von dem Kutter! Sie haben da nichts verloren. Ah, das Windruder ist kaputt. Wir könnten mit der Plane... Ich sagte... ...das Windruder reparieren. Halt. Was ist das für ein Buch? Das ist die Gebrauchsanweisung für das Sumpfboot. Unter dem Titel steht eine Servicenummer. Ich merke sie mir mal. Nur für den Fall.
Das ist doch schon mal eine Idee. Finger weg! Schon gut, schon gut. Hat aber schon mal schlechte Laune. Entschuldigen Sie, ist das Ihr Boot? Das geht Sie nichts an. Darf ich Ihnen trotzdem eine Frage stellen? Nein, verschwinden Sie. Das fand ich schön. Dann wissen wir schon mal teilweise, wofür wir was brauchen können. Wenn wir den Spiegel... Haben wir hier alles? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Können wir auch nur angucken. Können wir den Spiegel nicht irgendwie quer... Und wie geht es dann weiter? Ja, weiß ich nicht. Sagst du mir doch. Oh, was ist denn hier unten? Das bringt uns garantiert nicht mehr zum Kraftwerk. Guck mal hier. Langsam gewöhne ich mich an sie. Sagt sie uns vielleicht noch was? Faye? Bis später. Nichts Interessantes, aber wir können... Reicht das für ein Telefonat? Klar. Das reicht sogar für mehrere. Die Rechnung zahlt ohnehin Emilio Indes. Wofür war dann das Geld? Bearbeitungsgebühr. Schön. Ich hasse Hotlines, aber was soll's. Dann klingeln wir mal durch. Transport Boats and Manufacturing Inc. Ich brauche dringend ein Boot. Nur ein Boot? Normalerweise nehmen wir nur Großaufträge entgegen. Wohin bräuchten Sie es denn? In den brasilianischen Dschungel. In die Nähe des Indes-Kraftwerks. In den brasilianischen Dschungel? Ja. Können Sie sofort liefern? Aufgelegt. Mich? Hätte ich auch gemacht. Du vollkommen zurecht. Transport Boats and Manufacturing Inc. Oh, ja, sehr schön. Sind Ihre Boote umweltschonend? Das hängt davon ab. Legen Sie wenig Wert auf Komfort, Sicherheit und viel Stauraum? Das war eine generelle Frage. Sind Ihre Boote umweltfreundlich? Wenn Sie so fragen, ja. Wir haben auch solche Boote. Die sind allerdings nicht billig. Ich verstehe schon. Vielen Dank auch. Gern geschehen. Das hilft mir wenig. Gucken wir mal hinten, ob wir irgendwas übersehen haben. Kann ja durchaus sein. Aha, ich sehe schon das. Ah, ja, okay. Eine Schraube. Sie befestigt etwas auf der anderen Seite. Ja, den Spiegel. Schraubzwinge bedeutet nicht, dass ich damit Schrauben aus der Wand zwingen kann. Mich? Auf der anderen Seite hat sich etwas bewegt. Caro. Nur Peak habe ich noch nicht. Das ist Peak. Das ist nicht euer Ernst. Caro, Kreuz, Herz. Vielleicht Herz müssten wir ja nur umdrehen, ne? Ich sehe schon die zweite Schraube. Klingt, als wäre etwas umgekippt. Sehr schön. Da ist ein Loch in der Wand. Gut, na dann probieren wir das doch gleich mal aus. Das müsste doch jetzt klappen. Sehr schön, dann haben wir das doch hinbekommen. Aber gar nicht so schwer. Aber gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Yeah.